Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome War 2 mit Makedonien. Ja, ich glaube, Alexander der Dritte hat ein bisschen mehr geschafft als der Zweite, beziehungsweise der Große. Was laber ich da? Alexander war der Erste. Entschuldigung. Gut, Alexander der Große meine ich natürlich. So. Bereitung, Kampf. So, was müssen wir noch machen? Also, an sich, warte, ich zeig's euch mal. Ziele. Militärischer Sieg. Da müssten wir nur noch, 14 Schiffe bauen und dann hätten wir gewonnen. Aber das wäre ja langweilig. Deswegen versuchen wir mal, ja, komplett zu gewinnen, ne? Was auch bald passieren wird. Gut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist erstmal hier die Avena rauszuschmeißen. Das wird interessant. Der hat eine Fullstack-Armee drinnen. Da brauche ich eine zweite Armee. Aber ich versuche ihn auszuholen. Momentan werde ich noch keine Chance gegen ihn haben. Genau. Weil der hat halt auch die, ja, auserwählte Schwerter und die sind richtig gut. So, hier unten ist noch kein Frieden. Was auch nicht schlimm ist. Die sind alle schon gelaufen. Ja, einmal Fernkampf noch. Kann nie schaden. Wie sieht es eigentlich da drüben aus? Die klauen der Harpier und Maskat. Genau, da ist eine Armee. Geht jetzt darüber, der geht dann darüber. Und dieser da geht dann in zwei Runden. Okay, alles klar. Ich glaube, letzte Runde haben wir. Entschuldigung. Letzte Runde haben wir alles schon soweit ausgebaut, ne? Gut, dann Runde beenden und weiter geht's. Ich tue mal kurz das Handy weg. Ich hoffe, das hat keine Störsignale gegeben. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Wegen Corona und so weiter. Wahrscheinlich hängt es den meisten schon aus dem Hals raus. Also, nicht wortwörtlich. Aber ist halt, ja, eine Krise, die gerade die ganze Welt in den Klauen hält. Was halt auch ziemlich heftig ist. Ne? Aber ich glaube eh, dass... Ja, kann ich vergessen. Ich glaube eh, dass für einige von uns das, diese Quarantäne nicht viel, viel Veränderung bringt, ne? Also für mich bringt das teilweise, also nur bedingt Veränderung, weil ich gerade kein Material mehr bekomme. Also kein Holz und so weiter zum Bauen. Und deswegen kann ich halt die Aufträge nicht mehr machen, ne? Aber ja, sonst das Let's Play und so weiter, das ist ja nicht wirklich schwer zu machen, ne? Also das, ja, das brauchen wir auch nicht zu spielen. Das ist halt alles ja, von zu Hause aus. Genau.
Ihr könnt mal, mich würde echt interessieren, wie, also erstens, wo ihr wohnt und wie es bei euch ist. Also, das Video kommt am Sonntag raus. Heute ist Freitag. Und heute, also ich lebe in Bayern. Und heute, sollen wir das spielen? Sollen wir das spielen? Es ist 2000 gegen 5000, ja. Ich will es mal probieren. Mit der richtigen Taktik können wir es meistern. Also die einzige Taktik, die gerade sinnvoll ist, ist wieder sich einbunkern und mit der Kavallerie dann rumreiten. So, der Nachteil ist gerade, dass es sehr neblig ist. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Gut. Ach du Kacke, warte, Pause. Wieso kommt er gleich von hier? Das ist sehr unpraktisch. Das ist richtig krass unpraktisch. So. Ah nee, das darf ich ja nicht mehr. Zum Glück habe ich das gerade noch gesehen, ne? Okay, dann los geht's. Das ist gerade echt nicht gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Feldherr! Da kommt erwarten Befehle! Schockkavallerie bereit! So, Entschuldigung, dass ich gerade nicht viel quatsche. Aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mich ein ganz kleines bisschen konzentrieren. Kommandant, möge Hades sich unsere Feinde holen. Die Teilen reicherei für mein Volk.
trotzdem so also lustig, wie die dann plötzlich wie Kleber festsitzen. Erstaunlich, wie lange die unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Dinger ausgehalten haben. Also die Worte. Come on. Die Fernkämpfer von denen, meine Güte. Was ist denn los? So, und danach dürfen wir nochmal gegen eine volle. Oh, Scheiße. Gegen eine große Armee kämpfen. Das ist super. Jetzt die endlich mal brechen, weil hier wartet schon eine kleine Armee. Gut, jetzt sind die endlich weg. So, neu aufstellen bitte. Ah, noch nicht, noch nicht. Gut. Die ganze Kavallerie bis auf den General nehme ich jetzt weg. Die stellen sich jetzt hier auf. Doppelte Geschwindigkeit! Kommandant! Schnelles Marschieren! Bereit, Luft zu
sind die alle. Da wird ein bisschen. Ist ein bisschen dünn gefächert. Der ist auch sehr dünn. Semide und der Chef der. Das sind halt die eher richtig heftigen Einheiten. Müsst ihr jetzt kurz mal reinpreschen? Muss ich doch nicht. Das macht er sehr gut. Das muss ich leider zugeben. Das muss ich leider, leider zugeben. Okay, das ist schon mal weg. Echt jetzt? Befehle? Die Freierenreiterei! Schockkavallerie bereit! Befehl verstanden! Die Freierenreiterei! Befehle? PC-Teilung!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eure Befehle? Okay, die Kavallerie ist jetzt weg, ne? Jetzt ist die Zeit für den General gekommen, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Boah, das war ein Kampf. Das war ein heftiger Kampf. Oh, Entschuldigung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ja, noch ein bisschen vorfahren. Uiuiui. Ja, teurer Sieg, das auf jeden Fall. Wir haben 1300 verloren. Das heißt, 600 haben überlebt. Die haben aber gar nicht so viel gekillt. Also, die da haben vor allen Dingen welche gekillt. Krass. Aber. Der Rache Alexanders, ne? Hat schon, also aufgestellte 5100 gegen 1980. Puh. Wir haben gut doppelt so viel gekillt, wie wir aufgestellt haben. Okay, durchschnittlich hat dann jeder 2 gekillt höher. Naja. Ja, 2 sind gestorben. Ja. 3700. Lassen wir mal frei.
Uiuiui. Was für ein Kampf. Ein edler Tod. Ist der General jetzt gestorben? Noch ein. Zur Rand der Welt. Der gehört uns. Alter, wie viele gibt's denn da? Minus Gravitas ist ein bisschen blöd. Der ist ganz gut. Korruption ist blöd. Der ist schick. Ich glaube, ich nehme den da. Genau. Rache Alexanders, der ist jetzt doch gestorben. Aber der ist an Altersschwäche angestorben. 10% Chance auf Verwundung feindlicher Agenten. Das ist halt richtig stark. Vor allem, was gut ist, ist, weil der da oben mit sehr viel feindlichen Agenten zu tun hat. Der ist auch cool. Ah, der bekommt dann eine andere Armee. Natürlicher Tod. Ja. Hat... Noch ein Kind ist geworden, sehr schön. Und noch ein. Gut. Also, hat noch eine schöne Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Zurückfallen und neu gruppieren. Ja, genau das wollte ich, dass ihr macht. Da ist er jetzt ziemlich im Arsch. Da ist er jetzt ziemlich kaputt. Das ist jetzt schlecht. Was will denn der Spartaner jetzt eigentlich hier? Na super, hier ist noch eine. Ja, wow, das bringt ja sehr. Gut, der geht jetzt darunter. Und unterstützt die mal. Ich würde sagen, mit dem kommen wir jetzt von hinten. Ist, glaube ich, ganz gut. Ha! Wen haben wir denn da? Gut. 2-1 gegen 1-9. Ich würde sagen, das spielen wir dann in der nächsten Runde. Ja. Sorry, dass die eine Schlacht so lang gedauert hat, aber solche großen Schlachten dauern halt lange. Ne? Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal und bleibt gesund. Bye, bye.